Das Jahr ist noch keine 2 Tage alt und schon Hackerskandal. War das nicht geil? Sofort Hackerskandal. Hunderte Politiker, Journalisten, Künstler ausgespäht worden. Und es gibt 2 Fraktionen. Die einen sagen, scheiße, ich wurde gehackt. Und die anderen sagen, warum ich nicht? Bin ich noch relevant? Hä? Warum ich nicht? Es gab sogar einige, die haben sich beim Hacker gemeldet und wollten nachnominiert werden. Til Schweiger zum Beispiel hat ein paar oben ohne Fotos an den Hacker geschickt, die er gerne veröffentlicht gesehen hätte, aber der hat abgelehnt. Ja. Soweit muss es erstmal kommen. Ja, ein riesiger Skandal. Und das Besondere ist, dass der Hacker offenbar gar nicht so professionell und so gut vorgegangen ist. Das Schlimme waren die unsicheren Passwörter, meine Damen und Herren. Die unsicheren Passwörter unserer Politiker. Ist doch klar. Seehofers Passwort, Abschiebung 69. Ja. Anja Karliczek, Milchkanne 5G. Ja. Lothar Matthäus, Passwort Lothar Matthäus. Das ist ein Problem. Ja. Unsichere Passwörter sind ein Problem, nicht nur bei Spitzenpolitikern und Prominenten, sondern auch bei uns, dem gemeinen Fußvolk. Das Hasso-Plattner-Institut hat ermittelt, was die beliebtesten Passwörter der Deutschen im Jahr 2018 waren, nämlich diese hier. Auf Platz 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Auf Platz 2, 1, 2, 3, 4, 5. Auf Platz 4, Ficken. Auf Platz 6, Hallo, 1, 2, 3. Passwort Master. Das sind die beliebtesten Passwörter der Deutschen. Herzlich willkommen im Neuland, meine Damen und Herren. Sie hatte doch recht. Was ist das? Sichere Passwörter, meine Damen und Herren, sind das A und O. Das müssen Sie sich wirklich merken. Und wenn Sie ein unsicheres Passwort haben, dann werden Sie den Hackern zum Opfer fallen. Und dann haben wir in unserem Fanshop das für Sie. Hackerman's Friend, sind Sie zu stark, bist du zu schwach. Ja, das ist das neue Motto. Dann müssen wir sehen, der ganze Skandal kam nur deshalb ans Licht, weil es einen ersten Betroffenen gab, und das war Martin Schulz. Martin Schulz ist auf einem Handy zu Hause angerufen worden und der Anrufer hat gesagt, ich habe Ihre Nummer im Internet gesehen, weil sie veröffentlicht worden ist. Martin Schulz hat sich einfach nur gefreut, dass ihn überhaupt noch jemand anruft und hat keinen Verdacht geschöpft. Aber so kam das Ganze überhaupt erst ans Licht. Es sind übrigens auch viele Kollegen aus meiner Branche betroffen. Olli Welke zum Beispiel, lieber Kollege vom ZDF, seine Adresse stand im Internet. Und das ist natürlich besonders tragisch, wenn deine Adresse im Internet steht. Dann kann wirklich jeder für dich Pizza bestellen. Und an dieser Stelle ein persönlicher Hinweis an Olli. Du musst nicht alle essen. Ja? Ganz wichtig. Ja. Ich weiß nicht genau, ob Sie die Zeitung gelesen haben am Wochenende, aber es gibt dramatische Nachrichten aus der SPD. Olaf Scholz, der Charismatiker der SPD, traut sich eine Kanzlerkandidatur zu, hat er in der Bild am Sonntag erzählt. Er möchte Kanzler werden. Der Mann mit der Ausstrahlung eines Lego-Männchens möchte ganz nach oben. Und ich habe das Gefühl, die SPD kann es einfach nicht lassen. Sie finden immer wieder ein Knie, in das sie sich selber schießen können. Das ist unfassbar. Das ist unglaublich. Gut, man muss schon froh sein, wenn Andrea, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, Nahles nicht antritt, aber trotzdem, ganz ehrlich, ich hoffe sehr, dass es in der SPD irgendjemanden gibt, der Olaf Scholz bremst, der rechtzeitig zu ihm hingeht und sagt, Hasse, du bleibst hier. Ja. Dann war am Wochenende CSU-Klausurtagung im Kloster Seon, habe ich gerade die Buchstaben verwechselt. Nee, Seenot bei der SPD, besser nicht. Bei der CSU hat man sich getroffen im Kloster Seon. Und es war, ich weiß nicht, haben Sie dieses Wetter gesehen? Es war so verschneit, es hat so dermaßen geschneit, es war so eingeschneit da. Die großen Köpfe der CSU waren zum ersten Mal seit Jahren wieder mit einer weißen Weste zu sehen. Zum ersten Mal. Es war so viel Schnee. So viel Schnee. Das Schneetreiben war so ungeheuer. Doro Bär musste mit dem Auto kommen und das Flugtaxi zu Hause lassen. Es waren brutale Zustände. Und vor allem AKK war da. Ja, sie durfte sprechen, die neue Chefin der CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer. Ich kriege den Namen leider nicht hin. Ich nenne sie weiterhin Annemai Kantereit. Und, meine Damen und Herren, auch das war ein Highlight dieses Wochenendes. Die FDP hat sich getroffen zum Dreikönigstreffen in Stuttgart. Oder wie Christian Lindner sagt, zum Dreikönigstreffen hat man sich getroffen. Immer mit der Geste Dreikönigstreffen. Und da waren sie wieder, alle zusammen. Die FDP hat sich getroffen in Stuttgart. Die Autopartei trifft sich in der Stadt der Fahrverbote. Das ist so, wie wenn die Grünen den nächsten Parteitag vorm AKW abhalten würden. Das ist einfach, es ist so schön. Die FDP, es war wieder eine Stimmung, ah, herrlich. Wenn ich Christian Lindner sehe, ich freue mich immer. Und Lindner, muss man sagen, Lindner, er war nicht nur rhetorisch, auch inhaltlich, er war sowas von auf der Höhe. Während der schon genannten Jamaika-Sondierungen haben sich
Peter Altmaier und andere, hinter Zahlen versteckt. War nicht ganz einfach. Und das ist ein Problem, wenn du als Christian Lindner deine Rede sehr oft geübt hast und dann merkst du in dem Moment, in dem du sie hältst, dass da ein Gag versteckt war, den man dir da reingeschrieben hat. Du hast ihn auswendig gelernt, aber gar nicht kapiert.